Während die Szene des MSV Duisburg bereits beim Heimspiel gegen den SV Sandhausen von vor einer Woche ein großes "Ihr seid eine Schande für Duisburg" Transparent aufhing, sollte die Situation am vergangenen Freitag endgültig eskalieren. Der MSV trat beim bereits abgestiegenen VfB Lübeck an und verspielte dort unfassbarerweise eine 3:1-Führung, die die Hausherren letztendlich in ein 5:3 drehten. Darauf war nach 90 Minuten das Fass für die knapp 600 mitgereisten Zebras endgültig voll, sodass im Gästeblock ein Tor zum Innenraum nach Abpfiff geöffnet wurde. Dadurch strömten in der Folge gut 70 bis 80 Szenepersonen des MSV auf den Platz und wollten offenbar auch den Spielern an den Kragen. Neben Werbebanden, die umflogen, gab es laut Hörensagen auch einzelne Backpfeifen für Ordner, die sich den Zebras in den Weg stellten. Mit sofortiger Wirkung öffnete sich auch in der Lübecker Pappelkurve ein Tor, wonach die Heimseite ebenfalls den Innenraum betrat, offenbar vor allem um die eigenen Fahnen im Ernstfall zu schützen. Zu einem Aufeinandertreffen beider Szenen kam es jedoch nicht, da nur wenige Sekunden später bereits eine behelmte Hundertschaft den Rasen betrat und eine Linie zwischen beiden Lagern zog. Kurioserweise stiegen im Anschluss hunderte Lübecker in die Hassgesänge der MSV-Fans gegen die eigene Mannschaft ein. "Ihr seid eine Schande für Duisburg" hallte es dabei durch das ganze Stadion. Aufgrund der Vorkommnisse verließen auch die Spieler des MSV mit gesenktem Kopf den Rasen und stellten sich nicht mehr den mitgereisten Gästen. Es bleibt abzuwarten, ob die Szene des Meidericher SV am kommenden Wochenende nochmals eine Reaktion zeigt oder die Kurve sogar komplett leer bleibt. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.